Habiter la crainte, ce fut prendre extrémité et extrémisme. Der linkse Extremist und der rechte Extremist, du hast mir immer gesagt, es geben viele Fachkräfte, damit irgendwas verbreitet, die kriegen 3000 Euro. Was gelungen ist, die kriegen es nicht. Also, du bist lügen, wenn du irgendjemand liest, die kriegen 200.000 Euro, die kriegen 3000 Euro. Das kostet. Kriegen die jetzt wirklich gerade Hartz IV als Mangel. Aber die kosten nicht das. Somit fördern die den Rechtsextremismus. Wenn der Rechtsextremismus stärker wird, wird der Linksextremismus stärker. Ganz klar, weil die Mächte dagegen halten. Und so schaukelt den ganzen Extremismus in Tee. Also, wer ist schuld? Frau Merkel, weil es Grenzen aufgemacht hat. Ganz einfach. Hätte man Grenzen zugehört. Oder auch die Obergrenze von der CSU mit 200.000. Das ist der größte Blödsinn, den ich in meinem Leben gehört habe. Ich meine, sie haben es sowieso in den Vertrag eingebracht, da ist jetzt keine Obergrenze nicht mehr, sondern da ist ein Richtwert. Also, was ist der Richtwert? Der ausgesetzt werden kann. Ja, so ist ein Richtwert. Ganz ehrlich, wenn ich heute Grenzkontrollen habe und es gibt 300.000, die berechtigt sind, dann helfe ich 300.000 Leute. Und wenn gerade 100.000 jemand kommen, gerade 100.000, ich brauche keine Obergrenze. Wenn einer Hilfe braucht und wenn einer Hilfe zusteht, muss er geholfen werden. Punkt. Und Deutschland ist imstande, den auch zum Helfen. Mit 300.000 haben sie in den Gottesland 30 einmal 300.000 sein. Ja. Ich würde sagen, die Obergrenze ist doch scheißegal. Ja, scheißegal. Ich tue einfach nur die Leistungen, was die beziehen, auf Griechenland-Niveau aber senken. Dann können wir es ja gar nicht mehr. Das ist ja nur ein Style, oder? So ist das. Also wenn es um Recht und Gesetz geht, gab es in Deutschland nicht einen Flüchtling und nicht einen Asylbeantragten. Und nicht eine, der Asyl beantragen kann. Laut europäischem Gesetz oder laut deutschem Gesetz, Asylgesetz, Paragraph 16, kann keiner, Entschuldigung, 16, kann keiner Asyl beantragen, wer über ein europäisches Land einreist. Also die einzigen, die müssen über Nordsee und Ostsee einer schwimmen. Und haben uns ehrlich, Deutschland, ich glaube, es sind 196 Länder. Deutschland, glaube ich, hat 185 oder 190 Botschaften umeinander stehen auf der ganzen Welt. Jeder, der asylbedürftig ist und asylberechtigt ist, hat die Möglichkeit, dass er in eine deutsche Botschaft geht. Da drin genießt der Schutz. Wird der Asylantrag genehmigt, wird er sogar von Deutschland eingeflogen. Also, wo ist das Problem? Die müssen alle gar nicht so weit laufen. Mit der Abwehr einfliegen, wenn so die asylberechtigt sind. Jetzt haben wir aber wieder vom Thema abgegeben, wo steht die AfD alles? Und ich will nur noch mal von zum Beispiel dem Rentenkonzept. Stimmt so nicht ganz. Wir haben auch ausgefeilt.